Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spore. Ja, haha, wir sind hier die ganz Coolen. Und die ganz Coolen müssen essen, sonst sterben die. Ja, was haben wir im letzten Part geschafft hier? Ihr seht es schon. Wir haben unser Bewusstsein erweitert. Oh, er ist ein Fleischfresser. Okay. Wir haben. Mensch, lass doch meine Freundin in Ruhe. Wir sind doch gerade erst hier angefangen. Oh, wie viele seid ihr denn bitte? Na komm, greift an. Mein Kollege soll jetzt nicht sterben oder so, ne? Nur so mal zur Info. Los. Hallo, greift doch mal an. Wozu habe ich euch denn alle? Hallo? Seid ihr alle blöd oder so? Na klar, es dauert, bis er stirbt, aber. Na gut, dann macht er das. Na, du kommst jetzt her. Du rennst jetzt nicht weg. Dich kriegen wir auch noch. Irgendwie spackt hier irgendwas. Jetzt muss ich aber weg hier. Weil sonst sterbe ich hier. Ich bin vergiftet, verdammt. Okay, das ist jetzt gerade ziemlich blöd. Aber wir haben es geschafft. Und mein anderer Polpi ist gleich auch tot. Oh, Mensch. Ja, komm, greift ihn an. Greift die alle an. Sag bloß, mein Freund ist gleich weg. Ah, ne, der hat 155. Das war meine Gesundheit. Och Gott. Huiuiuiui. Aber mein Polpi musste dran glauben. Was ist das denn jetzt? What? Ey, du willst uns jetzt. Alter, geh weg. Was machst du da? Das war damals aber irgendwie auch noch nicht, wo ich das gespielt habe. Also ich kann mir vorstellen, was das ist. Denn in anderen, in der letzten Phase spielen wir nämlich im Weltraum. Und dann können wir selber auf die Planeten und hier Viecher sammeln. Aber das. Die das jetzt bei uns machen, hätte ich nicht gedacht. Sag mal, willst du mal was essen? Irgendwie ist der vollkommen verwirrt. So, wo ist denn das Nest von den Viechern hier? Denn wir gehen uns mal heilen, würde ich sagen. Und Teile sammeln. Wenn wir da mal hochkommen. Oh, Mensch. Sammel halt da ein Teil. Also, Polpi, du bist vollkommen verwirrt. Was ist passiert? Hat dich der Tod von deinem Kollegen so mitgenommen? Na komm. Muss da doch wohl hochkommen. Ja, Baum, verschwinde. Dann gehen wir halt einen Umweg. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, ich könnte irgendwie. What? Oh, ich glaube. Achso, ne, der ist weggeflogen nur, okay. Weil ich hab Schiss, dass die uns einsammeln hier. Und ins Weltall verschleppen. Ja, heilt euch, meine lieben Freunde. Ach, die sind ja schon geheilt. Gut, ich jetzt auch. 44 Leben sogar. Okay. Aber was ich sagen wollte, ich bin ja irgendwie nicht richtig zu der Anmoderation und allem gekommen. Ja, ihr seht's. Letztes Mal haben wir die beiden coolen Freunde hier geholt. Die uns, wie ihr merkt, echt helfen. Die, auch die da unten, die hätten wir nie im Leben alleine geschafft. Wir haben da, ich habe es letzte Mal schon gesagt, wir haben es natürlich einfacher jetzt. Klar, guckt euch die Viecher an, die machen alles nieder hier. Aber gut, wieso nicht? Es ist ja vom Spiel erlaubt und gewollt. Dann werden wir das natürlich auch in Anspruch nehmen. Ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht. Also ganz optimal wäre es, wenn wir jetzt noch einen finden würden. Aber ich glaube nicht. Also wir hatten hier schon zwei direkt beieinander. Ich glaube kaum, dass da jetzt noch einer kommt. Aber wer weiß, also wenn ich einen sehe, klar, dann hole ich mir den. Ich habe gerade eh noch einen Platz im Rudel frei. Aber ich gehe mal in die Heimatbasis, denn wir wollten uns wieder skillen. Wir haben nämlich wieder ziemlich viel Geld. Und ja, wir brauchen mehr Schaden. Wir müssen mehr Schaden machen. Leben ist
ganz okay. Also es ist nicht gut, aber es ist vertragbar, vor allem mit den beiden an meiner Seite. Wenn die jetzt nicht gerade sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg, Polpi. Oh, der ist so vollkommen verwirrt, ne? Oh, der Fette ist auch noch da. Okay, ich gehe. Ich gehe. Jungs, Rückzug. Rückzug. Gegen den Fetten kommen wir nämlich nicht an. Das können wir vergessen. Aber gegen die hier. Wo ist denn mein... Nein. Nein. Komm. Nein. Ich lasse mich jetzt umbringen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, mach was du willst. Er hat unsere Freunde fertig gemacht. Er hat unsere Freunde fertig gemacht. What? 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 Was ist das denn? Alter, ich wurde gerade hier res... Was? Ich verstehe gerade gar nichts. Alter. Was ist das für ein Bug hier gerade? Und wieso bin ich so klein? Und wieso schwebe ich? What? Leute. Ich war irgendwie noch in der Animation beim Schlüpfen. Alter! Was machst du? Komm her! Und er hat unsere Kollegen umgebracht. Blödes Kerl, du! Ja, komm jetzt wieder zu uns mit der. Ne, also ganz ehrlich. Ich lasse euch mal eben drauf. Ne, das speichere ich doch nicht. Ich lade jetzt nochmal den alten Spielstand, ganz ehrlich. Was war das denn gerade alles? Sowieso ganz behindert, dass unsere beiden Kumpels gestorben sind, wegen ihm nur. Ich meine, klar, kann passieren, aber ne, wir haben die doch gerade erst geholt. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Deswegen, ich lade hier. Sind wir halt da, wo wir vorhin waren. Nee, das seh ich nicht ein, komm. So was wollen wir uns dir nicht antun. Wir gehen ins Heimatnest zurück, wie geplant. Ohne dabei auf komische Sachen zu stoßen. Auf komische Sachen wollen wir nicht stoßen, habe ich gesagt. Und wir können nicht mehr schleichen, sehe ich gerade. Wieso können wir nicht mehr schleichen? Komm, Polpi! Geh weg von ihm! Komm! Schneller! Oh Mann, ist das böse! Ey, wir hatten in dem anderen Nest, hatten wir schon den einen, ne? Der uns genervt hat. Und jetzt hier der andere? Kriegen wir denn nie eine Ruhe hier? Mann, Mann, Mann! Was denn? Ach da. Also echt, das ist doch. Oh, das regt mich gerade ein bisschen auf. Es tut mir leid. Oh ja, das ist gut. Wir haben Greifer, posieren. Ja, und Greifer, Attacke. Ach nein, dann können wir Sachen greifen, klar. Dadurch verlieren wir nichts. Sehr gut. Machen wir jetzt die Greifer. Sehr gut. Dann ändern wir mal den Polpi jetzt mal ein bisschen. Wir ziehen die Hände ein bisschen höher. Also das machen wir jetzt als Hände. Das wären jetzt nicht extra Beine, sondern Hände. Ich meine, wieso nicht, ne? Bisschen weit auseinander. So, auch mal ganz cool. Dann haben wir so Scherenarme oder was auch immer. Und wir können jetzt posieren. Wir können greifen. Wir können springen. Wir können sprinten. Klar, Sehvermögen. Blind wäre das nicht so toll. Wir können beißen. Wir können rammen, immer noch. Posieren. Bezaubern, tanzen, singen. Geschwindigkeit 4, Gesundheit 2. Ich würde sagen, das ist doch schon echt was Gutes.
Und hier könnten wir wieder schleichen und tanzen, Stufe 4 in Geschwindigkeit. Rammen, Stufe 3, springen, Stufe 3. Schleichen, das ist so eine Sache. Rammen, Stufe 2, okay, schlagen, Stufe 3. Schlagen, Stufe 3, auch gut. Dann machen wir die nämlich noch rein. Also so langsam, so langsam werden wir stärker. Auf jeden Fall. Das ist zu teuer, das ist zu teuer. Ja, hier auch gleiten brauche ich nicht, schleichen. Und bezaubern Stufe 2. Ja, das machen wir doch. Haben wir halt so eine Feder hier. Sieht auch ganz knuffig aus. Ich mag's. Jo, und jetzt können wir nämlich sehr viel. Wir können, ja, habe ich ja gerade gesagt, alles. Sowohl offensiv als auch sozial. Das gefällt mir ja doch. Und trotzdem will ich irgendwie den Fetten da umbringen, aber da sind wir noch viel zu schwach für. Aber gut. Nee, aber echt, also, tut mir leid, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das nicht so toll, dass ich jetzt geladen habe. Aber wäre der Bug auch nicht gewesen, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber echt, wir haben die Freunde gerade gekriegt, die helfen uns gerade echt gut. Die will ich nicht sofort wieder verlieren, gleich beide auch noch. Einen hätte ich noch verkraften können, okay, aber gleich beide ist blöd. Dann noch der komische Bug, dann konnten wir gar nichts mehr machen, das, nee, komm, das sehe ich nicht ein. Deswegen, also nehmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt geladen habe nochmal. Aber ihr seht es hat sich ja gelohnt. Und die Musik kommt jetzt. Aber sonst nix. Benutze deine Übersichtskarte. Ja, das weiß ich doch. Wieso sagst du mir das ständig? Yeah. Wir sehen doch jetzt cool aus, oder? Jetzt kann man nämlich Stöckchen greifen. Hui, hui. Kann ich Stöckchen werfen? Komm, Stöckchen werfen. Oder wie ist das jetzt? Ah ne, ich kann damit schlagen, glaube ich. Ich kann jetzt mit dem Stock schlagen. Auch gut. Jo, gut, gut. Und ich sehe schon, hier unten sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten, ne? Noch einmal Gehirn, dann sind wir... Also, Gehirn immer, sag ich. Noch einmal Bewusstseinserweiterung, dann sind wir auch schon am Ende. Das ging ganz schnell irgendwie, ne? Aber gut, soll uns nicht stören. Oh, der läuft jetzt auch anders, klar. Wir haben zwei Beine weniger. Wir können springen, wir können schleichen mit Z. Rosa. Was ist das? Achso. Oh, da ist ja ganz schön... Booga Booga, das sind die Boogers, die legen sich an mit Leuten. Ja. Die können wir doch mal beeindrucken wieder. Dann sind wir... Geschenk? Kann ich euch ein Geschenk machen oder wie? Ha, und jetzt können wir posieren. Haha. Und er hat Bezaubern gemacht, wieso posiere ich eigentlich? Das ist doch super. Bezaubern wollen wir natürlich. Ja, sehr schön. Aber ich frage mich, was das gerade ist für ein Geschenk. Hm. Bist du mit deiner später Umzug ziehen ein neues Nest? Haben wir doch schon gemacht, oder? Echt? Muss ich das so machen, damit er das erkennt erst? Okay, dann machen wir das doch. Sind wir irgendwie wieder langsamer? Kann das? Oh, ein Stein. Da kommen wir nicht durch. Leute, das Spiel ist zu Ende. Ein Stein blockiert uns den Weg. Wir kommen da nicht durch. Es tut mir leid, aber ich muss das Projekt abbrechen. Also, also, echt bitte. Wie kann es sein, dass der da bei einem Stein nicht, den nicht einfach umgehen kann? Also wirklich. Wieso habt ihr da überall ein Geschenk? Was soll das? Das war da vorne. Kann ich euch den Stock? Nein. Das wäre wohl zu schön. Das wird auch nichts bringen, uns, Ach so, wir haben wieder ein neues Nest. Ach so, sagt das doch. Dann machen wir das natürlich.
Yeah, also ich wurde jetzt ganz gut unterbrochen. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt. Ich musste eben mit den Leuten hinter mir reden. Aber jawohl. Ja, wir haben wieder ein neues Nest. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Das kennen wir natürlich. Und es gibt wieder 50 DNA-Punkte. Das ist schön. Boah, sind hier viele am Werk. Was bist du? Ein Ukku. Wollen wir die Ukkus? Das sind Riesenaffen, oder? Und die gehen ins Wasser. Nein, traut euch da nicht rein. Ja, genau, rennt weg. Die haben auf meine Warnung gehört, auch gut. So, ich speichere das neue Nest eben. Aber das ist auch cool. Ich habe mich doch gerade beschwert eigentlich, dass wir die ganze Zeit genervt werden von dem Fetten. Jetzt haben wir dann ein neues Nest. Und wahrscheinlich wird hier irgendwo noch ein Vetter sein. Ich weiß das. Es ist bestimmt so, das wird so sein. Aber gut. Das Schöne ist, auch wenn jetzt so ein Schurke kommen sollte. Oh je. Die Ojes, mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Shukati, die hatten wir doch vorhin, ne? Die sind ziemlich rachesüchtig hier. Kampffreudig, oder wie man das sagt. Greifst du mich an? Nein, okay. Ich dachte gerade, die greifen mich an. Nö, ganz ehrlich, wir können, aber wozu sollen wir denn helfen? Die sind doch genug. Na, willst du mal die Teile aufnehmen? Oh, die haben. Okay, wisst ihr was? Wir helfen denen. Die können doch nichts gegen uns anrichten. So, bitteschön. Und ich muss essen. Sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Was seid ihr denn? Glurks. Es gibt schon komische Viecher hier, ne? Mann, Mann, Mann. So, dann gehen wir mal essen hier. Der zeigt mir hier schon alles an. Shulkati, ja, zwei haben wir schon. Seid ihr das? Was seid ihr denn? Pipilabüse? Was zum Teufel ist ein Pipilabüse? Oh nein, nicht schon wieder. Ach, sind wir da wieder, eventuell? Weiß ich nicht, ich habe wieder ein UFO gehört, gerade deswegen. Ja, und hier sind wieder die Giftspucker. Sämtlich. Ja, und das Fragezeichen darüber ist auch immer, wenn der UFO hier ist. Wenn das UFO hier ist. Oh Gott! Habt ihr das gesehen? Das UFO hat einen mitgenommen! Geh weg! Leute, ganz schnell weg hier. Wir essen woanders. Ach, hier sind die Pipilabüses. Komm, die machen wir mal fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist nicht schön gewesen. Wie der den dann einfach aufgesaugt hat. Diese, ich höre sie immer noch. Die sind hier irgendwo. Ganz ehrlich, geht weg. Nimmt nicht meine Kollegen mit. Wenn die jetzt einen meiner Schurken mitnehmen, das wäre nicht schön. Na komm, greif den Pipilabüse an. Und essen. Sonst sieht das nicht gut aus. Ach man, bitte geh weg. Der macht mir Angst. Ach Leute, und der Part ist ja gleich wieder voll. Sehe ich gerade. Na komm, ein Pipilabüse wollen wir. Ach Gott, das ist so ein bescheuerter Name. Echt jetzt, ne? Okay, der ist weg. Der ist wieder weg. Ja, aber anscheinend kommen die in. Ah, oh, jetzt kannst du da wieder nicht vorbei. Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Also manchmal fühle ich mich echt verarscht von dem Polpi. Der stellt sich ziemlich blöd an. Wo sind denn die Pipilabüses? Da. Ganz böse sind die. Die Labüses. Haben wir denn noch einen hier? Ich brauche noch einen. Und jetzt haben wir wieder keinen. Ja, da. Nimm das Teil. Ha. Das bringt uns gar nichts. Okay, wenn ich einen Pipilabüse sehe, dann greife ich ihn. Ich muss einfach so lachen. Ja, und hier sind irgendwie alle böse, ne? Froschmonster, okay, die sind jetzt nicht böse. Oh Mann, oh Mann. Oh, und wir sind wieder so gut vorangekommen. Kann das? Ja, ihr komischen Frösche. Ihr seht ja lustig aus. Entodil. Ja, ihr seid Enten, nehme ich an. War jetzt ganz schwer zu erraten. Und Leute, ich sehe gerade, der Part ist wieder voll. Och nein, nicht du. Geh weg. Ja, wir sind aber irgendwie schon wieder am See da.
Das scheint mir wieder derselbe Ort wie vorhin zu sein. Ganz ehrlich, wir verkriechen uns mal hier in die Steine. Wie sollte uns keiner finden? Hoffe ich. Wir auch nicht wahrscheinlich. So. Ach, guck mal, wir sehen doch ganz schnuckelig aus, oder? Ich meine, klar, die Arme, die sind jetzt ein bisschen bedrohlich oder so, aber. Sehr cool. Gefällt mir. Ich werde das hier speichern. Und ja, letztes Mal habe ich ein bisschen überzogen. Demnach halte ich mich jetzt schon an die 20-Minuten-Grenze. Ich denke mal, das sollte okay sein. Ich weiß nicht. Der Part ging jetzt so unheimlich schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, was wir so geschafft haben. Wir haben ja Freunde gemacht und Teile gesammelt, glaube ich. Mehr jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ja, aber das soll auch reichen. Wieso nicht? Wir sind jetzt sehr gut vorangekommen hier in der Fortschrittsanzeige. Das dauert auch nicht mehr lange, bis wir da ganz durch sind. Und ich sehe gerade, wie schnell die Hungeranzeige hier runtergeht. Und ich sehe mich gar nicht. Aber gut. Ja, wie immer hinterlasst Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.